Die individuelle Betreuung steht für uns bei Swiss Life im Mittelpunkt, auch im Bereich der Arbeitskraftabsicherung. Kommt es zum BU-Leistungsfall, wird jede Kundin und jeder Kunde von jeweils einem Mitarbeitenden aus unserer Fachabteilung persönlich mit viel Empathie durch die Prüfung begleitet. Kunden sind für uns keine Nummern in der Warteschleife, sondern Menschen mit einer persönlichen Geschichte, die es verdient haben, dass man ihnen zuhört. Unsere Kolleginnen und Kollegen tun genau das und verstehen, was für sie oder ihn jetzt in dieser schweren Zeit zählt. Ja, ich erinnere mich ganz, ganz besonders und wahrscheinlich für immer an den allerersten Kunden, den ich im Gespräch erlebt habe, nachdem er Berufsunfähigkeit angemeldet hat. Das war ein Mann um die 40, dessen Leben sich wirklich von einem Tag auf den anderen komplett verändert hat. Angefangen hat es im Urlaub mit einem Unfall, der zunächst komplett unspektakulär war, nämlich Basketballspiel am Strand. Ein Ball fiel ihm auf die Nase und aus einer nicht mehr verheilen wollenden Wunde hat sie letztlich ergeben, dass er einen bösartigen Tumor im Gesicht hat. Was das nach sich gezogen hat, kann man sich vorstellen oder eigentlich kann man sich es überhaupt nicht vorstellen, weil es viele Operationen bedeutet hat und tatsächlich im wahrsten Sinn des Wortes den Verlust des Gesichts. Wie ich mit ihm gesprochen habe, hat er gerade auf eine Nasenprothese gewartet und auf den Wiederaufbau seines Gesichts. Und die Situation war einfach hoch emotional aus dem Grund, weil ich nicht nur spüren konnte, sondern weil er auch gesagt hat, dass er sich wirklich für den Kampf ums Leben entschieden hat, was von Anfang an nicht klar war, weil am Anfang war Todesangst angesagt, ja, kann man sich vorstellen. Und er hat so unendlich viel Energie und Kraft und Lebensmut gezeigt. Es war für mich so faszinierend, wie also jemanden so in dieser emotionalen Situation so positiv zu erleben. Wir haben natürlich ganz, ganz schnell die Leistung an ihn ausbezahlt, was für ihn einerseits finanzielle Sicherheit bedeutet hat, ihm aber auch Zuversicht mit Blick in die Zukunft gegeben hat. Solche Geschichten zeigen immer wieder, wie wichtig das unser Job ist, nicht nur in finanzieller Hinsicht Menschen zu begleiten, sondern tatsächlich auch für sie da zu sein und im Moment der Wahrheit zu zeigen, wir sind präsent, wir halten unser Versprechen und wir sind einfach für denjenigen da und begleiten ihn durch diese wirklich extrem schwierigen Lebenssituationen. Die persönliche Betreuung wird inzwischen natürlich durch viele neue Technologien und digitale Tools unterstützt. Denn im Laufe der vergangenen 130 Jahre hat sich viel getan, auch im medizinischen Bereich. Der medizinische Fortschritt war in den letzten Jahren natürlich gewaltig. Man muss sich vorstellen, als wir vor 130 Jahren mit der BU auf den Markt kamen, da war die Röntgenstrahlung noch unbekannt. Die wurde erst ein Jahr später durch Wilhelm Conrad Röntgen entdeckt und für die Medizin in den Folgejahren nutzbar gemacht. Ein weiteres Beispiel sind Herzerkrankungen. Viele Kunden konnten in der Vergangenheit nicht versichert werden, wenn Herzerkrankungen vorlagen. Heute ist das komplett anders. Da können viele unserer Kundinnen und Kunden passgenau und individuell versichert werden. Und wir können sie in die Versichertengemeinschaft mit aufnehmen. Auch unsere Prozesse haben sich natürlich stark weiterentwickelt. Die ersten Policen wurden mit der Postkutsche ausgefahren und von Hand geschrieben. Heute halten wir eine volldigitale Antragsstrecke vor und haben Self-Services auf unserer Homepage. Das garantiert einfach einen schnellen Abschluss bei gleichzeitiger Sicherstellung der Qualität.